Wenn das nicht eine perfekte Pilzpfanne ist, dann weiß ich es auch nicht. Arbeitsaufwand, keine Ahnung. Minute. Gut, wir sehen uns am Lagerfeuer. Ja, unsere Ausbeute von heute, seht ihr da, einen Riesenhaufen Pilze, zwei Pilzpfannen, ein bisschen Rohrkolbenwurzel und noch ein bisschen übrig gebliebenes Grünzeug vom Rohrkolben. Das meiste wurde unterwegs gegessen. Wir haben schon mal ein bisschen Brennholz gesucht. Ich nehme jetzt den Zunder, den ich den ganzen Tag in der Tasche gehabt habe, zum Trocknen. Ich hoffe, er wird jetzt gut trocken sein und auch schnell brennen. Feuerstein. Immer dabei, eine sehr einfache Methode zum Feuer machen. Das Messer. Ah. Okay. Wir nehmen als erstes kleines Holz, den Zunder, kleines Holz. Wir machen das Feuer hier auf einem Weg, damit wir den Wald nicht in Brand setzen, weil es heute sehr, sehr trocken ist. Es klappt natürlich nicht immer beim ersten Mal. Immer mal. Zunder schwächelt ein wenig. Ist noch ziemlich feucht. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft. Bisschen Luft. Na. So viel zum Feuer und gleich gibt's Pilze. So, ich zeige euch jetzt mal die Pilzpfanne und damit ihr euch nicht die ganze Zeit fragen müsst, wer mich überhaupt filmt. Also als erstes, da ist die Pilzpfanne, eine Pilzpfanne, die zweite Pilzpfanne. Das braucht alles noch ein bisschen. Und wer mich hier die ganze Zeit filmt, ist mein Kumpel, der Said. Er ist mit dabei und übernimmt die Kameraführung. Hallo. Irgendeine muss hier führen. Ja. Oh, ja. Ich bin mal gespannt auf deine Pilzpfanne. Ja, und wir zeigen euch gleich, ob die Pilze schmecken, ob wir überleben, ja oder nein. So, ja, die Pilze sind jetzt so weit eingegangen, die verlieren eine Menge Flüssigkeit beim
zubereiten, dass wir zwei Pilzpfannen in eine schütten können. Und beim Feuer kann man natürlich auch mal eine rauchen. Prima Gelegenheit, um sich mal eine Zigarette anzuzünden. Ich schwöre jetzt diese hierbei. Ich mache es mal so, dass man es sieht. Weil die Pfanne echt besser ist wie die Dose. Na, komm raus. Wir haben noch eine Menge Pilze übrig. Die werden wir uns später zubereiten, da wir nicht genügend Pfannen haben. Also ich kann jetzt schon mal damit anfangen und wieder welche in diese Pfanne schneiden. Okay, mehr dazu später. So, das erste Pilzpfännchen ist fertig. Ich habe mir mal zwei Stöckchen gemacht. Das sind nicht die längsten, aber damit kann man prima essen. Naja, zumindest die Chinesen. Ich hoffe, dass wir es auch hinkriegen. Also, ich werde jetzt den Vorkoster spielen und falls ich überlebe, wird mein Kameramann natürlich auch was essen. Pilze sind ziemlich heiß. Ich habe mir auch ein bisschen die Finger verbrannt beim Pfanne vom Feuer heben. War ziemlich schwachsinnig. Ich denke, mein Kameramann kriegt nichts. Said, musst du hungern? Zu gut oder was? Oh, die sind sau lecker. Echt. Sau lecker. Ja, das war's für heute bei Survival für jedermann mit dem Highlight der fertigen Pilzpfanne. Also verhungern in Mitteleuropa in der Natur muss man nicht. Zumindest nicht mit dem nötigen Wissen.